Und nun, meine Damen und Herren, halten Sie sich gut an Ihren Salzstangen fest, denn gleich wird es schauerlich und schrecklich zugehen in unserem Gruselkabinett. Graf Zaroff, Genie des Bösen aus dem Jahre 1932, ist ein Klassiker unter den Horrorfilmen. Inszeniert hat ihn der ehemalige Kameramann und Dokumentarist Ernest B. Schotzek, der später auch als Regisseur von King Kong und Die weiße Frau Filmgeschichte machte. Der Filmkritiker Aldo Kyro erklärte einmal, Graf Zaroff, Genie des Bösen, sei ein perfektes Beispiel für einen guten sadistischen Film. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Horrorabend.